Ja, hallo Freunde, Peter von der Liffende Camper hier. Ja, Wochenende. Es ist, glaube ich, jetzt 18:37 Uhr. Samstagabend jetzt mittlerweile. Ich habe eigentlich eine ganz gute Woche hinter mir gehabt. Auch ordentlich was zu tun gehabt. Habe noch eine Menge Fahrzeuge abfotografiert und sowas alles. Und ich habe ja jetzt eigentlich so beschlossen, dass ich samstags immer ein so ein, wie heißt das, so ein Schnitttag und Fototag einlege. Schaut mal. Dazu habe ich mir meinen Monitor mit einem Laptop angeschlossen. Da ist ein bisschen größer, da kann ich doch deutlich besser drauf den Film schneiden, den ich jetzt gerade mache. Und der Film, der geht jetzt am Sonntag, geht er online. Und morgen will ich unbedingt noch mal raus, bisschen laufen. Ich will mal schauen, ob ich noch ein paar Tiere fotografieren kann, sprich mit einem Teleobjektiv. Und am Montag will ich dann nach Marburg fahren und da zeige ich euch dann mal die Stadt. Und das wird dann wieder ein bisschen längerer Film. Und so ein paar Kleinigkeiten stelle ich euch dann mittwochs ein oder dienstags, das weiß ich alles noch nicht. Aber ein etwas längerer Film, der kommt jetzt immer zukünftig sonntags. Sag, ne? Und vielleicht, wir sehen uns morgen wieder. Euer Peter. Tja, guten Morgen, Freunde. Ihr seht's, ich bin mal mit dem großen Objektiv unterwegs. Ich will mal an der Lahn ran. Ich bin heute Morgen von der Sonne geweckt worden. Das ist jetzt, glaube ich, so kurz vor 8. Und ich bin jetzt mal ganz spontan einfach mal losgegangen. Und damit ich vielleicht auch noch mal ein paar Tiere erwische. Ich habe mich ja in den letzten Filmen meistens beklagt, immer das falsche Objektiv mit. Aber wir schauen mal, ob ich jetzt das richtige Objektiv mit habe. Guck mal, es hat auch gefroren. Tja, und ich bin wirklich ganz spontan einfach mal losgelaufen. Und ja, ich habe, ja, was habe ich gemacht? Ich habe es ja schon erzählt, gestern habe ich ja meinen Film zusammengeschnibbelt, geschnitten, und damit ich, ja, den ich euch heute reinstelle, der läuft heute rein. Und ja, was habe ich das Wochenende vor? Heute ist ja Sonntag, wie gesagt, ich gehe jetzt mal an den Laden ran und dann werde ich heute Nachmittag, heute Abend wohl meinen Platz auf der Arbeit verlassen. Ich habe ja morgen frei. Ich will morgen unbedingt mal nach Marburg und da mal ein paar Fotos machen in die Stadt rein. Und ja, weil die ist wunderschön, dann nehme ich euch auch mit. Und das wird auch der Titel des längeren Films werden. Irgendwas mit Stadt Marburg oder sowas. Na, wir gucken mal. Und werde auch noch mal sehen, ob ich noch mal einen schönen kleinen Film unter der Woche noch mal reinstellen kann. Wir werden sehen. Bis nachher mal. Tschüss. Tja, Leute, das ist irgendwie verflixt. Also immer wenn ich Tiere fotografieren will, sind meistens keine da. So wie jetzt, sonst stehen ja immer auf dieser Wiese immer ein paar Störche oder ein paar Fischreiher. Aber es soll nicht sein. Jetzt gehe ich doch mal, will ich mal an den Silbersee ranlaufen. Und ja, schade. Naja, wir gucken mal. Tja. Aber es ist herrliches Wetter, hat ein bisschen gefroren, habe ich euch gerade gezeigt. Und ich nutze die Chance, wieder mal rauszulaufen. Ganz kurz, und ihr hört, das ist das Telefon, da muss ich jetzt mal rangehen. Ich gehe mal davon aus, eine von meinen zwei Töchtern. Bis nachher mal. Tja, liebe Leute, das habe ich doch mal ein bisschen Glück gehabt. Und ich habe den auch mal mit der Spiegelreflexkamera gefilmt. Ich habe da hinten einen schönen Fischreiher, konnte ich fotografieren, und ein paar Stare habe ich jetzt schon mal. Und hier sitzen ganz viele Fischreiher. Und schaut mal, hier bin ich. Den See, den kennt ihr. Achtung. Und
Hier ist richtig was los. Ich weiß nicht, ob ich den Fischreiher im Flug getroffen habe. Keine Ahnung. Jetzt kommen hier gerade die Gänse reingeflogen. Ja, was heißt die? Zwei Stück. Ein paar. Und ja, echt toll. Schön. Die gehen noch auf dem Wasser nieder. Da gucke ich mal, ob ich die auf dem Wasser noch erwische. Naja, wir sehen uns. Ja, Leute, schaut mal, wo ich bin. Das ist hier da, wo dieser Kleintierzuchtverein ist oder da, wo die seltenen Geflügelrassen und sowas alles ist. Und das ist immer ganz toll, was hier eigentlich oder was es eigentlich so an verschiedenen Geflügelrassen gibt. Das hat schon was. Habe ich aber kein Foto gemacht, da habe ich glaube ich schon genug von. Und konnte jetzt mal ja so ein paar Fischreiher erwischen, eine kleine Amsel. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Da muss ich aufpassen, dass ich das nicht alles doppelt erzähle. Naja, aber jetzt gehen wir direkt an den Laden ran und guck mal. Da hinten ist die Brücke. So, und ab da gehen wir an den Laden ran. Vielleicht finde ich dann noch ein bisschen was. Und dann gehe ich auch langsam zurück, weil so langsam kriege ich Hunger. Muss noch ein bisschen frühstücken. Und ja, schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Was ich heute mache, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Höchstwahrscheinlich noch mal ein bisschen was auf Instagram machen, einen neuen Film vorbereiten und sowas alles. Und ja, ich bin ja auch dabei. Und wo gerade das Stichwort Instagram kommt, mal so alle Fotos durchzuforsten, die ich in meinem Leben schon gemacht habe und die ja, so ein einsames Dasein auf der Festplatte verbringen, sag ich mal, die ich nie angefasst habe, nie irgendwo gezeigt habe. Und das ist eigentlich viel zu schade. Und naja. Ne? Und auf alle Fälle tue ich die jetzt mal regelmäßigen Abstand welche auf Instagram posten. Bis nachher mal. Ist das nicht ein traumhaftes Wetter? Da hinten sitzt eine Gruppe Gänse ganz weit weg auf der Wiese. Ich probiere die mal dran zu kriegen. Mal schauen, ob das klappt. Ich lasse das mal einfach so weiterlaufen, die Kamera, und blende das nachher mal mit ein. Ob ich die drauf gekriegt habe, aber das ist selbst, glaube ich, für das große Teleobjektiv zu weit weg. Wir schauen mal. Bilder könnten sogar was geworden sein. Eigentlich relativ dicht dran gekriegt. Wundert mich gerade so ein bisschen. Nachher mal auf den Rechner gucken, wie es aussieht. Und wenn alles klappt, dann mache ich hier aus dieser Runde, die ich jetzt laufe, nochmal so einen eigenen kleinen Film. Und das tut echt gut, dass mal wieder die Sonne rausgekommen ist.
und früh morgens raus. Ich werde nachher erstmal ganz gemütlich frühstücken und dann schauen wir mal. Da hinten fliegen sie. Ah, ich muss sie noch mal fotografieren. Jetzt sitzen sie schön im Sonnenlicht. Bis nachher mal. Ist das nicht herrlich, das ganze Vogelgezwitscher? Das ist echt cool. Also das ist wirklich einmalig. Einfach herrlich, das Wetter. Ich genieße das gerade so richtig. Und das ist schon, hat zwar kalte Finger, weil ich fast wie immer ohne Handschuhe laufe. Und wir hatten ja heute Morgen Frost, aber ich glaube, das haben wir jetzt nicht mehr ganz so. Und naja, ich laufe erstmal weiter. Bis nachher mal. Tja, Freunde, der Pegel der Lahn, der sinkt. Schaut mal. So langsam ist ja wieder alles aufgetaucht. Sagt, ich bin ja hier, ist die Kanu-Einsatzstelle hier von Heuchelheim. Und echt traumhaft. Hier wollte ich immer mal hin, wenn das Wasser richtig runtergefallen ist, will ich hier immer noch mal so eine Langzeitaufnahme machen. Also sprich, dass die Wellen so ein bisschen verschleiert sind und sowas, das würde ich mal machen. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich hier an der Lahn noch keinen Fischreiher gesehen habe, sondern nur am See. Das Wasser ist einfach zu hoch. Naja, gucken wir mal. Aber ich will jetzt langsam ins Wohnmobil, also sprich in mein Zuhause. Und dann will ich auf alle Fälle erstmal frühstücken und ganz wichtig einen Kaffee als allererstes. Ich bin sogar ohne Kaffee heute Morgen rausgerannt. Und naja, gucken wir, ne? Wir sehen uns.